Pickepacke voll das Stadion in Antols in Südtirol für dieses Massenstartrennen. Das dritte von insgesamt fünf in dieser Saison. Alle freuen sich hier, die Besten aus dem Weltcup zu erleben. Unter anderem Gabriela Kukalova. Vor ein paar Minuten hat sie noch hier unten im Startbereich gelegen, hat sich noch ein wenig gesonnt. Ganz locker die Frau im roten Trikot als Führende in dieser Disziplin. Klar, wenn man die ersten beiden Rennen im Massenstart gewonnen hat. Links neben ihr leuchtet das gelbe Trikot, da haben wir sie groß im Bild, Laura Dahlmeier. Es ist also nur im zweiten Gedanken heute für die Athletinnen der Kampf ums gelbe Trikot. Aber natürlich, wenn man da steht mit der 1 auf der Brust, ist das ein ganz, ganz anderes Ding. Und ganz rechts von den beiden, da haben wir es im Bild ganz rechts vorne. Das ist Kaisa Mäkäräinen, die dritte, die schnelle Dame aus Finnland. Die drei also in der ersten Startreihe. 30 insgesamt. Alle fünf deutsche Athletinnen, die hier das Einzel bestritten haben, sind auch hier mit dabei in diesem Massenstartrennen. Also auch Nadine Horchler. Da haben wir mit der 6 Franziska Hildebrandt. Und Nadine Horchler, wie gesagt, hat sich qualifizieren können. Da haben wir sie im Bild als 19. im Einzel. Ihr dritter Massenstart insgesamt in der Saison 12-13 war sie schon zweimal dabei. Also jetzt mitten rein in dieses Feld der besten Starterinnen. Vorstartspannung in Antols. Marie-Dorin Aubert, Französin, auch die hat noch ein Wörtchen mitzureden im Gesamtweltcup. Und los geht's. Hören Sie mal rein in diese Kulisse heute. Mehr als 20.000 sind hier. Sieht aus wie ein wildes Durcheinander, aber natürlich geht es ein wenig darum, sich da rauszuhalten aus dem Geklüngel. Gespannt darf man sein, wie sich Kaisa Mäkäräinen verhält, die ja in Ruppolding gezeigt hat, wie schnell sie unterwegs sein kann. Hier beim Einzelwettkampf, die Laufzeit hat etwas nachgelassen, die Gründe sind vielfältig. Bin gespannt, wie Kaiser jetzt diese erste Runde hier angeht und ob sie wieder das Tempo hochhält, um gleich mal das Feld auseinanderzureißen. Und ein wenig Druck, das berühmte Wort, aufzubauen auf die Konkurrentinnen. 2,5 Kilometer, eine Runde, fünfmal zu durchlaufen, viermal wird geschossen. Nochmal aus der Vogelperspektive der Start der 25 Besten aus dem Weltcup. Und die fünf Punktbesten darüber hinaus aus dem Einzelwettbewerb. Hier in der Höhe von Antols, 1640 Meter Höhe. Und das merken die Athletinnen, also ein Einzelrennen über 15 Kilometer. Jetzt nochmal 12,5 Kilometer drauf, die längsten Strecken für die Damen. Ganz schön anstrengend das Ganze, war auch zu hören aus dem deutschen Lager. Dann steht morgen ja noch die Staffel an. Und dann ist dieses Programm vor den Weltmeisterschaften in Hochfilzen beendet. Und als Erste über diese Kuppe kommt ins Bild Kaisa Mäkäräinen. Also in der Tat, da hast du richtig gelegen, einmal wieder, dass sie hier vorne wegmarschiert. Dahinter Franziska Hildebrandt, die mitgeht. Und dann das gelbe und das rote Trikot, Dahlmeier Kukalova. Vanessa Hinz ist mit dabei, überzeugt im Einzel mit einer sechsten Laufzeit, sechstschnellste Zeit. Richtig gut in Form gewesen, gut zurechtgekommen hier auf der Höhe. Fünf deutsche Damen, fünf Französinnen, das sind die stärksten Nationen. Insgesamt 15 Nationen, die hier Athletinnen an den Start bringen konnten. Und jetzt kriegen wir gleich die erste Zwischenzeit, alles eng beieinander. Aber für eine erste Runde in der Tat schon ein ganz gutes Tempo, das die Damen hier gehen. Ja, es ist jetzt wesentlich, dann wie der Schießstandanlauf gestaltet wird. Kaisa Mäkäräinen lässt sich das schon, die spart hier nicht an Kräften. Und wie der Schießstandanlauf dann ist, denn wir haben es ja auch gehört, am Schießstand die Atmung unter Kontrolle zu bekommen, ist hier besonders schwierig.
Und deshalb ist es auch entscheidend, wie man eben an diesem Schießstand hinläuft. Und jetzt hier an der Huberalm, an diesen vielen Zuschauern vorbei, da ist es natürlich extrem schön auch zu laufen. Nicht nur laut, auch schön, auch die Kulisse. Die werden die Athletinnen natürlich jetzt nicht so wahrnehmen, sondern sich auf ihr Rennen konzentrieren. Kaiser Meckereinen, und dann ist Laura Dahlmeier schon hinter ihr. Vierter Saisonsieg im Einzel. Beide Rennen dieser Disziplin hat sie ja gewinnen können. Das in Östersund und eben das hier auf der Höhe von Antholz. Das rote Trikot verteidigt, das gelbe zurückerobert. Also Laura Dahlmeier präsentiert sich in einer richtig, richtig guten Form. Die Huberalm, ganz besonderer Fleck hier oben in Antholz. Auf der Anlage stimmungsvoll. Da gibt es eine Restauration, da kann man noch was zu sich nehmen zwischendurch, was dazu kaufen, wenn man nicht ohnehin den gemischten Tee oder den geschmackvollen Tee oder Kaffee mitgebracht hat, um sich ein wenig zu erwärmen. Trinken ist wichtig hier oben in der Höhe, noch dazu heute sehr, sehr trocken. Mittlerweile 1 Grad plus, und wir sehen das ja auch immer wieder in den Rennen, dass auch die Athletinnen und Athleten durchaus mal zur Flasche greifen, die ihnen gereicht wird. Ja, die extrem niedrige Luftfeuchtigkeit hier tut ihr übriges. 26% haben wir im Augenblick. Also hier ist es schon ratsam, auch bei 12,5 Kilometer schon ab und an sich zu verpflegen. Blick zurück. Wo sind die Kontrahentinnen? Wie ist das Feld aufgestellt? Sind alle da? Ja, alle sind da. Alle 30 hintereinander weg auf der Huberalm und dann langsam wieder in Richtung Stadion. Zum ersten Schießen hin. Liegender Anschlag. Alle nebeneinander. Auch das immer wieder besondere Szenen in dieser Rennform eben im Massenstart. Jede wird die Matte einnehmen, deren Nummer sie trägt. Und dann liegen eben die Allerbesten ganz vorne, dicht beieinander im direkten Duell am Schießstand. Kann man vielleicht mal sehen, wenn die beiden hier ganz vorne nebeneinander darunter fahren, wie die Ski laufen. Aber ich gehe davon aus, dass das Material heute bei allen gut sein müsste, denn die Bedingungen sind einfach perfekt. Minus 6 Grad der Schnee, Lufttemperatur hier in der Sonne plus 1 Grad. Besser geht's gar nicht. Und im Prinzip während der Woche gleich geblieben, sind ja die ganze Woche schon hier. Insofern sollte man da das richtige Material gefunden haben. So, und jetzt dieses Stück zum Schießstand, das Anlaufverhalten, das ist ganz entscheidend für die Belastung, die ich dann am Schießstand habe. Also da muss ich jetzt wirklich mein Tempo wählen. Und auch Laura Dahlmeier macht das bewusst. Sie ist ja als Erste in diese Abfahrt gefahren und lässt sich ein bisschen mehr Zeit, ein wenig mehr, um eben nicht zu hohen Puls zu haben jetzt beim ersten Schießen. Und wenn Sie diesen Schießstand in Gänze im Auge behalten wollen, dann die eingeblendete Adresse anwählen. Dann können Sie das über unsere Spezialkamera tun. Und hier passen natürlich nicht alle 30 drauf auf diese Einblendung, sondern eben nur 15. Laura Dahlmeier trifft jetzt der Fehler. Auch Meckereinen mit Fehler. Hinz fehlerfrei. Ja. Puskacikova, Hauser, Dahlmeier mit einem Fehler, Meckereinen gleich mit zwei. Und jetzt auch Gabriela Kukalova, auch Marie-Dorin Aber, aber Dorothea Wierer. Und das war die laute Reaktion des Publikums hier. Die hat 5 Treffer gelandet. Ganz vorneweg jetzt zunächst einmal die US-Amerikanerin Dunkley. Dann Akimova, die beste Russin. Puskacikova, Vira. Vanessa Hinz ist vorne mit drin. 6,9 Sekunden hinter der US-Amerikanerin. Auch Nadine Horchler hat alle 5 Scheiben getroffen. Momentan 12. 20,6 Sekunden ihr Rückstand. Maren Hammerschmidt als 15. Hildebrand 16, Dahlmeier 17. Alle drei einmal in der Strafrunde gewesen. 150 Meter extra, gut 20 Sekunden. Und da haben Sie gerade durchs Bild laufen sehen. Das rote Trikot von Gabriela Kukalova.
die momentan auf dem 19. Rang ist. 34,1 Sekunden ihr Rückstand. Ja, der Fehler war tief. Bei Laura ist es oft und diese Trikots sind etwas groß. Da hat sie jetzt hier Probleme gehabt. Das ist Nadine Horchler, die fehlerfrei geschossen hat, 20 Sekunden zurückliegt. Aber es ist wichtig, dass man hier einen Einstand, viermal schießen, da kann noch viel passieren. Aber die Null, um mal vorne dabei zu sein bei den Leuten, da sieht man es, die ersten 10 alle perfekt geschossen. Also nicht die starken Damen aus der ersten Startreihe, sondern Dankley, Akimova und Puskarčíková. Das sind die Führenden vor Dorothea Wierer. Vanessa Hinz dann als beste Deutsche eben auf Rang 5. Nadine Horchler auf 12. Und dann die drei übrigen Damen, Hammerschmidt, Hildebrand und Dahlmeier. So, Akimova ist vorbeigegangen an Susan Dankley. Das war so zu erwarten. Die Russin auch in der richtig guten Form, 12. im Einzel gewesen, 7. Laufzeit gehabt. Mit der 28, Mari Laukkanen hat sich auch hier über die Platzierung aus dem Einzel qualifizieren können, war ihre beste in der Saison, ein 11. Rang, 4. Laufzeit gehabt, hat einen richtigen Sprung gemacht, wie ich finde, in dieser Saison, Mari Laukkanen. Und hier haben wir Akimova, dann Dankley, dahinter Preissas. Justine Preissas, die schnelle Französin, 3. Laufzeit im Einzel. Und dann Vanessa Hinz. Ja, das Tempo vorne nicht zu schnell. Da besteht die Möglichkeit jetzt für die, die einen Fehler geschossen haben, wieder Zeit gut zu machen, ohne allzu große Anstrengung. Nadine Horchler. 20,6 Sekunden waren es. 3 Sekunden hat sie verloren auf die Spitze. Und wieder der Blick raus. Dicht gedrängt die Reihen. Tolle Stimmung. Schon seit Stunden sind sie hier hochmarschiert und haben das Ganze eingeläutet. Diesen prächtigen Tag. Später ja dann noch die Staffel der Männer. Ja, Vanessa Hinz hält sich hier sehr gut. Ist ja gut in Form, du hast es gesagt. Und da tut sie jetzt gut daran, da hinterher zu laufen. Muss hier kein Tempo machen, kann sich hier das ein oder andere Körnchen an Kraft sparen. Und Susan Dankley, die US-Amerikanerin, 30 Jahre alt, die als Führende da rausgegangen war, kommt auch über das Schießen. Meckereinen. Dahinter Marie-Dorin Aber. Die gehen hier eine eigene Spur vorbei an den Athletinnen. Auf der rechten Seite nahezu spielerisch. Ja, und jetzt ist sie natürlich gezwungen aufzuholen. Muss schnell laufen. Und das ist dann der Teufelskreis, in den du da reinkommst, wenn du am Anfang schon schlecht schießt. Du willst aufholen, gehst vielleicht über deine Grenze und hast die Rechnung dann beim zweiten Schießen auch schon wieder da. Hier schön zu sehen, dieser Wechsel, das Laute auf der Alm im Stadion und dann da draußen im Wald die Ruhe für die Athletinnen. Da geht es dann auch mal durch den Schatten. So eine Schattenwechsel. Akimova jetzt vorne vor Preissas und Vanessa Hinz noch mit dabei in dieser ersten Gruppe der 5 Athletinnen. 26 Jahre alt, beste Russin im Weltcup in dieser Saison, als 10. geführt im Gesamtweltcup. Den Novo Mesto ihr erstes Weltcuprennen gewinnen können, einen Sprint. Oh, Sturz! Ja. Müsste es Justine Preissas gewesen sein, ja. Ja. Akimova ist weitergelaufen. Und hinter ihr Eva Puskarčíková. Alles gut, da ist sie schon wieder dran. Ja. Hat nicht viel Zeit verloren. Ira schon auf 2. Adrenalinstoß bei der jungen Französin. Schon ist sie wieder da. Und auch Vanessa Hinz ist mittendrin in dieser Führungsgruppe. Und wir schauen mal, da hinten kommt das gelbe Trikot. Laura Dahlmeier, Rückstand waren 31 Sekunden. Überholt jetzt gleich Nadine Horchler.
Und jetzt sind es 22 Sekunden nur noch. Also hat einiges gut machen können. Laura Dahlmeier, das ist jetzt so im Bereich einer Strafrunde, wie sie sich dann wieder rangepirscht hat. Hier nochmal der Sturz. Da kommt sie vielleicht auf die Ski ihrer vor ihr Laufenden. Sieht so aus. Sieht so aus, dass sie das Skiende von Nakimova da kurz erwischt hat. Und jetzt sind sie zurück. Zweites Schießen. Nakimova, Vira mit dabei. Und jetzt geht's auf Bahn 1 und dann wird aufgefüllt. Und Vanessa Hinz. Hier haben wir Vira und sie hören das Schnaufen. Fehler Hinz. Jetzt aber auch Dankle Akimova trifft. Immer noch ein Fehler Hinz. Jawohl, bleibt dabei. Eine Strafrunde. Akimova, die Russin, kann profitieren von den vielen Fehlern, die wir jetzt gesehen haben. Laura Dahlmeier, eine Scheibe noch. Jawohl, trifft diesmal alle fünf Scheiben. Laura Dahlmeier macht einen Sprung nach vorne. Marin Hammerschmidt auch fehlerfrei. Leider ein Fehler für Hildebrand, genau. Horchler fehlerfrei. Sehr gut. Nadine Horchler zum zweiten Mal fehlerfrei. Präsentiert sich gut. Akimova, dann Rungaldir, dann Dahlmeier zurück in der vorderen Spitzengruppe. Vira schon wieder da. Auf Rang 4 jetzt mit einer Strafrunde. Hammerschmidt auf 5, Horchler auf 6, Hinz auf 7. Also innerhalb von 24 Sekunden vier deutsche Damen vorne mit drin. Unter den Top 7. Das waren die Einlagen im liegenden Anschlag. Jetzt kommt die nächste Disziplin ins Spiel, dann nach dieser Laufrunde. Franziska Hildebrand, Rang 17, 45,7 Sekunden sind es schon. Sollte sich jetzt eigentlich keinen Schießfehler mehr erlauben. Wir schauen über die Schulter von Laura Dahlmeier. Ja, die sich jetzt wirklich konzentrieren konnte, sauber gearbeitet hat, nicht zu schnell geschossen hat. Und ein fehlerfreies Schießen ist eben die Basis für den Erfolg. Vorausgesetzt, man hat auch die läuferischen Fähigkeiten, dann geht es halt nach ganz vorne. Andreas Spitzel, der da draußen hilft, der Männerdisziplintrainer. Ja, gefällt dir ja richtig gut hier in Antholz. Laura Dahlmeier hat sie gestern nochmal bestätigt, ihr Lieblingsort. Und das ist das Tableau. Vier deutsche Fähnchen mit drauf. Ganz vorne Akimova und Rungaldir. Laura Dahlmeier an dritter Position hier geführt mit dem einen Fehler aus der ersten Schießanlage. Fehlerfrei nach wie vor auch Nadine Horchler. Und Franziska Hildebrand auf Position 17. Das sind genau die zwei Strafrunden, vielleicht sogar etwas weniger, die sie zurücklegt. Hier haben wir Akimova, die Führende, und dann kommt Laura Dahlmeier. In den letzten 6 Massenstartrennen war sie 5-mal auf dem Podest. Hat hier in Antholz auch ihr erstes Podest überhaupt in der Karriere erreicht. In der Saison 14-15 als Dritte im Sprint. Vanessa Hinz, die hat ihr Ziel hier schon erreicht in Antholz. Im Weltcup auf Platz 15 gesprungen. Eva Puskačíková aus Tschechien. Einen starken Eindruck ganz vorne macht Tatjana Akimova. Schauen wir mal, 15,3 Sekunden war der Rückstand von Laura Dahlmeier. Den hat sie halbiert. Ja, und Hammerschmidt auch exzellent unterwegs. Trotz eines Fehlers bis jetzt eben ganz vorne dabei. Auch bei Horchler waren es 22 Sekunden. Auch sie hat den Abstand verkürzen können. Vanessa Hinz hier in der 1-1er-Technik durchgeschoben. Ganz hinten haben wir noch Kukalova gesehen. Und wieder vorbei an diesen Dreier-Vierer-Reihen. Aus allen Nationen sind sie hier versammelt. Und dahinter kommt Laura Dahlmeier, die 23-Jährige vom Skiclub Partenkirchen.
Diese Perspektive täuscht ein wenig, aber sie schieben sich heran. Und in ihrem Sog, in ihrem Windschatten Dorothea Wierer und Maren Hammerschmidt. Ja, es reicht, wenn sie bis zum Schießstand an der Russin dran sind. Sie müssen also jetzt nicht schon auf der Strecke unnötig Kraft vergeuden, sondern können so laufen, dass sie am Schießstand mit dem richtigen Tempo an die Russin ranlaufen. Traumhafte Bilder aus Antols vom Massenstartrennen der Frauen, dem letzten Einzelrennen vor den Weltmeisterschaften in Hochfilzen. Und da will man natürlich mit einem guten Gefühl rausgehen, mit einem guten Ergebnis. Momentan läuft es aus deutscher Sicht sehr, sehr gut. Aber wir haben es angesprochen, da folgen noch zwei Schießen im stehenden Anschlag. Und die haben schon so viele Ergebnisse komplett durcheinander gewirbelt. Und super, dass Maren hier mithalten kann. Ihre Form immer stärker geworden. Und hier sieht man an den Beinen natürlich diese Transponder sehr schön mal, die Zeit messen. Die Zeitschleifen werden da in den Schnee gelegt. Und wenn man da drüber läuft, dann wird eben die Zeit gemessen, so wie wir es jetzt gleich sehen. So, jetzt kommt Laura Dahlmeier hier zur Zeitnahme hin. Sieht man schön den Unterschied zu Akimova, wie sie da springt, während Akimova sich da hochkämpft. Wierer und Hammerschmidt haben nicht ausgelöst, ja, die Zeit. Sind auch schon durch. Vanessa Hinz ist jetzt durch die Zeitnahme. Momentan kriegen wir keine weiteren Angaben. Aber klar ist, dass Laura Dahlmeier vorne an der Russin dran ist. Der Hubersprung, da geht es richtig steil runter. Viel, viel Tempo schießt man dann in diesen Anstieg zum Stadion hin hinein. Also Akimova, Dahlmeier, Hammerschmidt ist mit hinten dran. Die fünfte war hier im Einzel. Ihre ansteigende Form, wie sie schon in Oberhof gezeigt hat, hier nochmal bestätigen konnte. Ein weiterer Baustein in der Mannschaft, in der deutschen Mannschaft für die Weltmeisterschaften. Maren Hammerschmidt recht breit aufgestellt. Und jetzt erstes Schießen im stehenden Anschlag. So, Vorteil Dahlmeier, dritter Treffer. Die anderen haben jeweils schon einen Fehler. Zwei Fehler Hammerschmidt. Laura Dahlmeier trifft alle fünf. Entsprechend laut wird das hier. Wira, Akimova, Hammerschmidt. Da merkt man die Laufrunden in diesem Moment. Auch Breisas auf und davon für den Moment. Laura Dahlmeier, Nadine Heuchler. Vierter Treffer. Boah, schießt richtig, richtig gut. 15 Treffer schon. Nadine Heuchler hält sich da in der Spitzengruppe drin. Vanessa Hinz muss in die Runde. Hildebrand, drei Treffer, jetzt der vierte. Eine Scheibe steht noch und auch die fällt. Also, wird gut geschossen aus deutscher Sicht. Dahlmeier jetzt in Führung, deutlich vor Nadine Heuchler, die wir hier sehen. Da hinten wird abgebogen in die Strafrunde. Viele, viele Athletinnen. Die Schwedin Anna Magnusson jetzt auf drei. Die Norwegerin Nikolaisen. Dann Meckereinen, das sind aber zwei Namen davor, die man nicht allzu häufig sieht in der Spitzengruppe. Nikolaisen und die Schwedin Magnusson. Also Dahlmeier in Führung und zwar deutlich. Kaiser Meckereinen auf 5, 32,6 Sekunden ihr Rückstand bei zwei Fehlern schon. Kukalova hat sich nach vorne gearbeitet auf den sechsten Rang. Und Franziska Hildebrand direkt dahinter auf Rang 7. Hans konzentriert hat sie das gemacht, hat ihr Tempo zum Schießstand richtig gewählt und alle sehr sichere Treffer. Ja, besser geht's nicht, Lara. Da haben wir das Bild nochmal. Drei deutsche Damen unter den ersten acht und Laura Dahlmeier wirklich in einer tollen Form.
Jetzt hat sie es in der Hand. Einschießen noch. Und danach die letzte Laufrunde, jetzt die vierte Laufrunde, danach die fünfte. Jetzt ist sie in der Vorhand quasi, Kaiser Mäckereinen und Gabriela Kukalova, aber in Lauerstellung, also so richtig viel soll sie sich nicht erlauben beim Schießen. Ist aber die Gefahr eigentlich nicht gegeben, so wie wir sie erleben im Moment. Ja, und es ist nicht so wie in der Staffel, wo sie damit rechnen kann, wenn sie einen Fehler macht, dann habe ich ja noch was in Reserve. Das geht eben nicht im Massenstart, jeder Fehler wird bestraft. Und da ist es dann eben so, dass die Athletinnen sich auch wirklich nochmal dieses Mühe besser konzentrieren. Und Nadine Heuchler, die muss sich jetzt erwehren. Da kommen die beiden flotten Damen, Kaiser Mäckereinen, Gabriela Kukalova. Jetzt unter Zugzwang, wir müssen versuchen, Tempo hochzuhalten. Elfter Weltcup-Sieg, dieser Sieg im Einzel vorgestern von Laura Dahlmeier. Der vierte in dieser Saison und bislang ein richtig, richtig gutes Rennen von Nadine Heuchler. 30 Jahre ist sie alt, mit dem Mittenwald, Sportsoldatin. Auch sie bekommt die Informationen von Andreas Stitzel da draußen. Franziska Hildebrandt, vorbei an Magnusson, von 7 auf 5 nach vorne gegangen. Zeitabstand auf Laura Dahlmeier, aber um eine Sekunde erweitert. Was zeigt, dass Laura jetzt nicht alles gibt. Sie versucht, ihr Tempo so zu wählen, dass sie wirklich auch noch die Möglichkeit hat zu treffen. Das macht sie sehr gut. Und sie ist ja dann auf der letzten Runde auch noch mal eine Bank. Das ist ja auch eine ihrer Stärken, dass sie sich zum Schluss noch mal so richtig 100% geben kann. Da haben wir Kaiser Mäckereinen, dahinter Gabriela Kukalova und Nadine Heuchler. Und Mäckereinen ist dran, das war zu erwarten. Das Tempo kann Nadine Heuchler nicht gehen, das sollte sie auch gar nicht. Liegt wunderbar und sie sollte jetzt ein gutes Ergebnis einfahren, indem sie wirklich auch noch mal sich aufs Schießen konzentriert. Wenn ihr das gelingt, hier mit 20 Treffern durchzukommen, dann wird es ein gutes Ergebnis für sie, ganz klar. Franziska Hildebrandt, einer guten Lokomotive, Justine Preissas direkt vor ihr. Hier kommt Vanessa Hinz, die lag auf dem 11. Rang nach dem dritten Schießen. Maren Hammerschmidt auf den 15. zurückgefallen. Mit insgesamt 3 Fehlern, 51,4 Sekunden Rückstand, da haben wir sie im Bild. Ah, und eindrucksvoll auch wieder das Atmen am Schießstand, wie wir das vorhin gehört haben. Es ist schon ein Unterschied als bei den Rennen in unteren Gefilden hier in der Höhe. Die japsen, um es mal salopp auszudrücken, schon wirklich ganz anders. Ja, es ist einfach 1640 Meter. Es ist noch nicht, es ist das höchste Stadion im Weltcup-Zirkus. 1700 Meter ist die maximale Obergrenze, die erlaubt ist für eine Weltcup-Strecke. Und es ist einfach richtig schwierig, hier den Atemrhythmus so hinzubekommen. Die Belastung ist einfach höher als eben, wie du es auch sagst, in den unteren Gefilden. Und aus der Vogelperspektive war es gut zu erkennen. Lange, lange kommt dahinter Laura Dahlmeier niemand. Auch hier aus der Perspektive gut zu sehen. Da wird sie getragen. Quasi wie eine Walflosse angeordnet. Die Zuschauer hier auf der Huberalm. In der Sonne. Beste Bedingungen auch zum Zuschauen. Und Kaiser Mäckereinen auf dem Weg nach vorne vorbei an Nadine Heuchler. Und auch Gabriela Kukalova geht jetzt raus aus der Spur. Oh, da ist sie aber hängen geblieben. Hat sie fast gestanden, aber ist vorbei an Nadine Heuchler ebenso wie Kaiser Mäckereinen. Also, das ist doch ein Bild. Die erste im Gesamtweltcup führt. Die dritte liegt auf 2 und die zweite liegt auf 3. Soll mir keiner sagen, dass es hier nicht auch ein bisschen ums gelbe Trikot geht. Und Nadine Heuchler also jetzt auf Position 4. Franziska Hildebrandt auf 6. Franziska läuft bedächtiger. Ich glaube auch, dass sie sagt, ich
konzentriere mich jetzt auf dieses letzte Schießen. Die Herangehensweise der deutschen Frauenmannschaft gefällt mir gut. Die überziehen nicht. Aber jetzt Laura. So, jetzt hat sie selbst in der Hand. 5 Schuss. Wenn sie alles trifft, ist die Nummer klar. Oh. Also jetzt hat auch sie hier ein wenig Wirkung gezeigt. Laura Dahlmeier bei den ersten Schuss. Die waren weit weg. Das gibt natürlich die Chance für die beiden, für Kaiser Meckereinen und Kukalova, auch Nadine Hortleister. Aber die müssen auch erst alle erstmal treffen. Das ist hier nicht einfach. Völlig klar. Ja, wird gut geschossen im Moment. Freisaß ist die erste. Kukalova ist durch. Laura Dahlmeier hat die erste Runde absolviert. Auch Horchler. Also 20 Treffer für Nadine Horchler. Dazu kann man ihr jetzt schon gratulieren. Kaiser Meckereinen muss in die Runde. Wird also hinter Laura Dahlmeier bleiben. Kukalova ist raus. Laura Dahlmeier auf den letzten Metern in der Strafrunde. Nadine Horchler auf der zweiten Position. Nur 4 Sekunden hinter Kukalova. Ist das denn zu glauben? Und jetzt geht auch Laura Dahlmeier raus. Direkt hinter der Schwedin Magnusson. 16,3 Sekunden sind es auf die Führende, auf Kukalova. Das Podest dürfte kein Problem sein für Laura Dahlmeier, sage ich mal. Aber ganz nach vorne, 16,3 Sekunden auf 2,5 Kilometer gegen eine Gabriela Kukalova. Schwierig. Das wird extrem schwierig. Es freut mich aber auch, dass Vanessa Hinz hier noch mal gut weggekommen ist mit dem 7. Platz im Augenblick. Vielleicht geht da nach vorne noch was. Nikolaisen nicht die stärkste. Auch Rungaldir nicht die stärkste Läuferin. Von hinten droht Marie Durabeer und Kaiser Meckereinen. Ja. Name Gabriela Kukalova. Sehr konstant in der Saison, muss man wirklich sagen. Am Schießstand, läuferisch. Ganz beeindruckend, wie sie sich in Oberhof das gelbe Trikot zurückerobert hat. Dann musste sie es allerdings hergeben. Und jetzt gibt auch Nadine Horchler da hinten alles, versucht da dran zu bleiben an der Tschechin. Kaum zu glauben. Eigentlich ist sie, Gabriela Kukalova, die klar bessere Läuferin. Aber das beflügelt natürlich, wenn du hier 20 Mal triffst. 4 Sekunden war der Rückstand. Jetzt ist sie dran. Es ist ja unglaublich, Nadine, was sie hier macht bis hierhin. Abgesehen mal davon, dass das beste Weltcup-Ergebnis überhaupt für Nadine Horchler ist, die ja immer mal eingesetzt wird, aber in der Hauptsache im IBU Cup unterwegs ist, die letztes Jahr gewonnen hat, die Gesamtwertung dort. Sie wird hier die WM-Norm erfüllen. Ja, ist so. Einmal beste 8, zweimal beste 15. Im letzten Rennen, Einzelrennen vor der WM, hätte sie das erledigt. Laura Dahlmeier an dritter Position. Schon an Magnusson also vorbei, wie erwartet. Und dann sind wir gespannt, was da noch geht. Die Lücke gleich groß, aber auch ein richtig gutes Ergebnis für die Schwedin Magnusson. Und Kukalova wird sich wundern, was macht die da neben mir? Das gibt's doch gar nicht. Laura kommt schon mit einer sehr schnellen letzten Runde. Oh, 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 das wird noch mal spannend. Ja, das wird spannend. Und Nadine Horchler, die läuft hier das Rennen ihres Lebens. Alexia Rungaldir ist da auf der Position hinter der Schwedin noch mit dabei. Hier haben wir die beiden. Dann kommt Kaiser Meckereinen, Marie-Dorin Aber und Vanessa Hinz, 8. Position. Weitere wirklich richtig gute Platzierungen. Kaja Voje Nikolaisen, die Norwegerin hinter ihr. Und das ist das Führungspärchen. Immer noch dicht beieinander, jetzt in diesen Anstieg hinein. Da haben wir das Bild von vorne. Nadine Horchler versucht wirklich da ranzugehen, vorbeizugehen. Oben hat sie dann gleich die innere Spur. Das ist frech. Sie ist ja bekannt dafür. Es ist wirklich eine Kämpferin par excellence. Die kann sich richtig, richtig quälen, die Nadine Horchler. Und das beweist sie hier in diesem Rennen auf dieser letzten Runde. Und da hinten, da kommt Laura Dahlmeier.
So, jetzt ist sie vorne mit den Skienten. Ja, oh. Aber Kukalova ist am Ende schon fast. Das tut richtig weh jetzt da bei den beiden. Und Nadine macht das richtig, bleibt dahinter. Im Spurt traue ich der Nadine, ich habe sie noch nicht oft spurten sehen, aber rein von der Konstitution her sehr viel zu. Sie ist ja schnell kräftig. Das könnte schon gegen Kukalova reichen. Aber Dahlmeier war ja schon ganz nah jetzt. Ja, und ganz schön hektisch. Gerald Hönig da unten am Schießstand. Was passiert da vorne? Kommt Laura Dahlmeier noch mal ran? Kann Nadine Horchler hier alle überraschen? Reingerutscht in diesen Massenstart. Reingerutscht, weil andere verzichten mussten. Als 30. Starterin hat sich jetzt kurz umgeschaut. Immer noch eine ordentliche Lücke zu Laura. Ja, und Kaiser Meckereinen zieht hier schon auch noch gewaltig an. Also die sollten wir jetzt noch nicht ganz abschreiben, was Laura Dahlmeier anbelangt. Wenn Laura eine kurze, schwache Phase hat, was ich nicht glaube, dann ist auch Meckereinen ganz schnell wieder da. Und Gabriela Kukalova, vielleicht haben Sie es gesehen, hat auch noch mal kurz nach hinten geguckt. Wird sich denken, die ist ja immer noch da. Und jetzt aus der Vogelperspektive, da sieht man mal ganz gut die Abstände. Laura Dahlmeier hat die beiden da natürlich vor und immer wieder schaut sie rüber, wer kommt da noch, wer kommt da noch. Das gelbe Trikot, das leuchtet so schön, das sieht man dann auch deutlich. Und sicher hat sie auch noch eine weiter nach hinten geschaut. Jetzt wird es richtig schwierig für die Mädels da, denn die müssen jetzt alles, alles geben. Zur Huberalm hoch, dieser kleine 30 Meter lange Buckel, weil mehr ist es ja nicht, dann die Kurve, also und dann die 300 Meter zum Ziel. Das wird hart. So, Gabriela Kukalova nimmt noch mal Gas auf. Rein mit Tempo in diesen Anstieg zur Zeitnahme hin. Begeisterung hier bei den Zuschauern, sie hören das. Sie sehen diesen harten, harten Kampf da vorne und den Versuch von Dahlmeier ranzukommen. 3,3 Sekunden sind es nur noch. Nach dem letzten Schießen waren es 16 Sekunden. Und jetzt geht es runter in Richtung Stadion. Da geht es ein Stück weit geradeaus, dann kommt noch eine Rechtskurve, danach noch eine und dann liegt die Zielgerade vor den Athleten. Und ich bin auf Nadine jetzt gespannt. Hat sie die Kraft für einen langen Spurt? Aber sie ist zunächst mal vorbei. Jetzt auf dieser ersten Geraden im Stadion. Aber wie gesagt, da kommt jetzt noch eine Rechtskurve. Ja, die holt alles raus, diese Kämpferin. Die sieht hier die Chance ihres Lebens. Mit 30 landet sie hier den Weltcupsieg. Laura Dahlmeier greift Kukalova. Und das schafft sie da vorne, das schafft sie. Das sind nur noch ein paar Meter. Ist das denn zu fassen? 20 Treffer waren die Basis. Der Kampfgeist der Nadine Horchler und der Jubel im Ziel. Gratulation, erster Weltcupsieg. Und toller Kampf von Laura Dahlmeier. 16,3 Sekunden war sie hinter den beiden, hinter Kukalova. Am Ende stehen sie hier überglücklich gemeinsam im Ziel. Horchler an 1, Dahlmeier an 2, Kukalova kommt als 3 ins Ziel und dann Kaiser Meckereinen, Marie-Dora Aber, also alle, die im Gesamtweltcup vorne sind, sind auch vorne drin, außer Nadine Horchler. Unglaubliches Rennen der 30-Jährigen aus Mittenwald. 2011 hat sie ihr Weltcup-Debüt gegeben und ich habe es angesprochen, immer wieder dann hin und her im IBU-Cup, mal ausgeholfen im Weltcup. Und jetzt fließen hier, glaube ich, ein paar Tränen des Glücks. Boah, Gratulation an Nadine Horchler. Da hat sie sehr viele überrascht. Es ist ein, fast wie ein Märchen für Nadine Horchler, die sich, wie du es auch sagst, so oft zurückkämpfen musste. Aber hier Antols taugt ihr, da hat sie schon ganz gute Ergebnisse. Und diese Spurtfähigkeit hier hat sie halt heute wirklich hundertprozentig ausgenutzt. Gewaltig, kann man nur wirklich herzlichst gratulieren. Und sie ist hier auf dem Tableau, bis jetzt sind 21 im Ziel. Eine von zweien, die mit 20 Treffern durchgekommen sind. Also sortieren wir noch mal kurz durch. Nadine Horchler, erster Weltcup-Sieg vor Laura Dahlmeier, die das gelbe Trikot behält. Vanessa Hinz wird achte. Top-Ergebnis auch für sie. Auf 20 Maren Hammerschmidt mit 5 Fehlern. Das waren dann doch ein paar zu viel. Und Franziska Hildebrand als 21. mit 1 Minute 2 Sekunden Rückstand und 3 Fehlern am Schießstand. Und das sind die beiden nach dem bravourösen Kampf auf der Schlussrunde. Die wird sie nicht vergessen, die Nadine Horchler.
dieses Rennen nicht, diesen Tag hier unter strahlend blauem Himmel in der Höhe von Antholz und dann diese Schlussrunde nach dem vierten Schießen. Und jetzt ist es eine große Schar an Gratulanten. Das ist ein Überraschungssieg im Massenstart gegen all die Top-Favoritinnen. Und Laura Dahlmeier wird dieses gelbe Trikot behalten. Da ist er sicher mehr als zufrieden. Gerald Hönig, Tobias Reiter, die beiden Trainer, die die Damenmannschaft betreut. Und Gabriela Kukalova, nach hartem Kampf hat sie sich am Ende geschlagen geben müssen. Es war abzusehen auf der letzten Runde. Sie konnte einfach nicht mehr an der Huberalm oben über die Kuppe, hat man es gesehen. Da ließ sie die Arme hängen und das ist dann so ein Zeichen, ich brauche irgendwie Luft. Und hat sich immer wieder umgedreht, um zu gucken, wie sind die Abstände. Aber sie war gefordert, sie musste alles geben und am Ende hat die Kampfkraft, hat der Wille von Nadine Horchler obsiegt. Federica Sanfilippo kommt hier ins Ziel als 29. von 30 Starterinnen. Da schauen wir noch mal gerne auf das Tableau. Nadine Horchler also gewinnt diesen Massenstart vor Laura Dahlmeier und Gabriela Kukalova. Meckereinen auf 4, Doran Abert auf 5 und Vanessa Hinz als dritte Athletin unter den Top 8 aus deutscher Sicht. Einlauf von Nadine Horchler. Gratuliere natürlich auch Sven Fischer und ich dieser jungen Dame zu dem Sieg hier beim Weltcup, der erste Weltcup-Sieg ihrer Karriere. Und ich gelte so als, also nach meiner eigenen Wahrnehmung, nicht als jemand, dem die journalistische Distanz fehlt. Ich weiß, wie du das siehst, aber ich hatte gerade eine Gänsehaut, als sie hier durchlief. Absoluter Wahnsinn. Ich denke, viele Zuschauer auch und alle, die den Weg verfolgt haben von ihr und auch vielleicht in der zweiten Reihe gucken, dritte Reihe gucken, alle Biathletinnen, die jetzt nicht dabei sein können, die werden wahrscheinlich genauso Gänsehaut gehabt haben. Nach dem Motto, wow, einer hat es jetzt geschafft, ist das nicht schön? Genau, das Publikum ist hier hinter uns auch bester Laune. Es sind natürlich auch viele Deutsche hier in Antholz dabei. Du hast vor dem Rennen gesagt, nachdem wir über die vermeintlichen Favoritinnen geredet haben, naja, vielleicht gewinnt am Ende auch eine, mit der man gar nicht rechnet. Aber mit Nadine Horchler, bei allem Respekt, war nicht unbedingt zu rechnen. Ja, und aber das ist genau dieses Spannende im Biathlon. Dann kann man sagen, okay, gerade so reingerutscht als 30. weil der eine oder andere krank war, dann ist jemand zurückgetreten, hat gesagt, er startet nicht, sondern rutscht sie gerade so rein und das ist super, einfach klasse. Ich höre gerade, sie ist im Interview. Also genau, sie ist im Interview, müssen abgeben, Nils Kaben mit Nadine Horchler, Glückwunsch. So ist es, Alex, herzlichen Glückwunsch. Was für ein großartiger Nachmittag für Sie. Sind Sie schon ganz sicher, dass das wirklich passiert ist eben? Ja, ich weiß auch nicht ganz genau. Ich habe gerade schon mal ein paar Tränchen verdrückt, weil ich mich so gefreut habe und ich wusste nur in der letzten Runde unten, hat der Tobi gesagt, wir dürfen da nicht dahinter sein, um die Kurve rum zum Ziel. Dann habe ich gesagt, ja, ich versuche es jetzt einfach. Egal, komme, was wolle, ich versuche es. Wir haben, glaube ich, ganz viele Menschen, 20.000 sind im Stadion, Gänsehaut gehabt. Und wir haben uns natürlich gefragt auf der letzten Runde, werden Sie die Kraft haben, da Gabriela Kukalova Paroli zu bieten? Waren Sie sich sicher, dass das noch in Ihnen steckt? Ja, ich habe auf der Runde gemerkt, dass es mir relativ gut ging heute, auf der Schlussrunde. Ich bin einfach mal dran gelaufen, hatte die Runde vorher so mein Tempo gelaufen. Und ja, ich habe einfach gedacht, ja, ich schaue jetzt mal. Dann habe ich nur hinter mich geschaut, mal nach den Abfahrten, dass die anderen auch schon kamen. Dann habe ich gedacht, ja, jetzt müssen wir uns zusammen mal beeilen. Und dann, ja, dann bin ich einfach vorbei und habe einfach gehofft, dass es bis zur Ziellinie kam und hat das Stadion wirklich gebebt. Also ich habe meinen eigenen Herzschlag nicht mehr gehört, meine Atem nicht mehr und dann... Ja, das ist ja auch wirklich was ganz Besonderes. Sie sind ja mit der Startnummer 30 gerade so noch reingerutscht in diesen Massenstart, um ihn dann zu gewinnen. Der allererste Weltcup-Sieg ihrer Karriere. Obwohl man ja sagen kann, Antholz ist ein ganz gutes Pflaster für Sie. Ihre beiden bisher besten Ergebnisse haben Sie auch hier erzielt. Ja, genau. Ich bin natürlich mit einem guten Gefühl hier angereist. Und im Einzel hatte ich so ein bisschen, habe ich gedacht, ja, guter Platz, aber entweder zu viel. Und heute war ich im Start und habe gesagt, ich habe einfach nichts zu verlieren. Ich habe so gewonnen, dass ich heute mit starten durfte und war gestern ganz entspannt, weil ich eigentlich nicht gedacht hätte, dass ich laufe und bin natürlich dann heute überglücklich gestartet. Ja, wir haben ein sehr schönes Bild. Laura Dahlmeier ist inzwischen zu uns gekommen. Bleiben Sie ruhig beide zusammen auf unserem kleinen Siegerpodest. Das haben beide verdient. Auch Ihnen herzlichen Glückwunsch zu einem tollen Rennen. Platz 2. Es gab diese Geste im Zielraum. Können Sie sich nach so einem Rennen auch mal freuen für Ihre Kollegin, dass
der zweite Platz dann fast sich genauso anfühlt wie ein Sieg, wenn wie Nadine Horch da heute zum allerersten Mal so ein Ding holt? Ja, auf alle Fälle. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie ich das erste Rennen gewonnen habe. Das ist ganz was Besonderes für jeden Sportler, für jede Athletin. Und freut mich, dass es die Nadine heute gesagt hat. Es ist höchste Zeit geworden und man sieht schon, dass wir echt ein starkes Team sind. Und das ist schön, wenn ja, so viele deutsche Mädels da ganz vorne mitkämpfen können. Wie ging es Ihnen denn auf der letzten Runde? Sie lagen ja auf Position 3. Wie lange haben Sie überlegt, wie Sie es am besten angehen? Ich habe gar nicht überlegt. Ich habe mir gedacht, es ist für alle schwer. Ich versuche es von vorne. Ich habe gehofft, dass die hinten die Lücke nicht schließen können, sondern dass ich eher nach vorne komme. War mir da am Anfang gar nicht so sicher. Bei dem Huberalm-Anstieg habe ich dann schon gespannt, dass ich Druck machen kann, dass ich ein bisschen näher komme. Aber ja, dass es wirklich noch möglich ist, da eine von den zwei vorne einzuholen. Ja, das hat sehr lange gedauert, bis ich mich mit dem Gedanken anfreunden habe können. Und es hat ja wirklich erst ganz zum Schluss geklappt. Wie ging es bei Ihnen beim Schießen? Bei Ihnen war ja die Grundlage ein absolut fehlerfreies Schießen. Haben Sie nach dem letzten Stehend auch angefangen zu überlegen oder sogar vorher schon? Nein, das habe ich das ganze Jahr bis jetzt gemacht und heute habe ich gedacht, ich schieße einfach. Ich habe nichts zu verlieren. Die Fehler habe ich die anderen Rennen vorher schon gemacht und heute treten wir einfach in die Mitte und ja, schauen, was passiert. Wir kriegen hier Zeichen, dass Sie zur Siegerehrung müssen. Noch eine schnelle Frage, Laura. Die Usain Bolt-Geste im Ziel, was hat es damit auf sich? Wir können uns das mal anschauen hier. Ja, ich wollte eigentlich nur auf Nadine sagen, dass sie halt eindeutig die Nummer 1 ist. Ja, da haben Sie heute zweifellos recht. Ein wunderbares Rennen, ein großartiger Erfolg und dass Ihnen das noch möglich lange in Erinnerung bleiben wird. Herzlichen Glückwunsch, vielen Dank.